glaube, wenn du mal so eine Erfahrung gemacht hast, eine Nahtoderfahrung, dann gibt es keinen anderen Weg mehr. Mhm. Du weißt, wenn ich jetzt wieder mein Leben normal leben würde, wäre ich gestorben. Okay. Also es gibt diesen Weg oder keinen mehr. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Philosophie Gelb, ein Zitat, dein Leben. Mit dieser Sendung möchte ich euch Impulse geben, Mut machen, euren individuellen Weg zu gehen. Dafür lade ich Gäste ein, die mich auf meinem Weg inspiriert haben. Impulsgeberinnen und Impulsgeber, die mutig und individuell ihren Weg gehen. In dieser Sendung spreche ich über ihr Leben mit ihnen, und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise, indem ich ihnen drei Zitate berühmter Persönlichkeiten zur Auswahl stelle. Sie entscheiden sich für eines dieser Zitate und anhand dieses Zitates rollen wir dann ihr Leben auf und entdecken gemeinsam ihr Leben. Und mein zweiter Gast ist heute Rosa Klein vom Yoga Rosa Retreat auf Ibiza. Herzlich willkommen, Rosa. Vielen Dank. Liebe Rosa, ich habe dich heuer kennengelernt, weil ich bei dir ein Retreat gemacht habe. Du betreibst auf Ibiza das Yoga Rosa Retreat und das hat mich sehr beeindruckt. Magst du vielleicht ganz kurz etwas zu dem sagen? Das Retreat ist für Menschen, die versuchen, einen anderen Lebensweg einzuschlagen, die das Leben ein bisschen hinterfragen, und ich helfe mit der Yoga-Therapie, den Menschen zu ihrer inneren Balance zurückzuführen. Das heißt, Reinigung von Körper, Geist und Seele und eine andere Betrachtungsweise oder die Flexibilität der Betrachtungsweise zu verändern. Dass es aus dieser Starrheit herausgeht und wie, als wenn du vor einem Buch sitzt und nur eine Seite von diesem Buch siehst und dann verrückst du den Stuhl und plötzlich hat das Buch noch eine andere Seite. Und so ist es halt auch im Leben. Manchmal muss man nur ein bisschen etwas die Ansicht verrücken und man sieht dann vielleicht zu einem Problem die Lösung. Was mir besonders aufgefallen ist, als ich bei dir war, ist, dass du einen ganz wunderbaren Safe Space, das ist so wie eine Bubble. Ich habe auch damals ja auch erzählt, als ich im Flieger nach Ibiza saß, hat mich das etwas schockiert, weil das war ja nur Party und ganz viel. Und dann kam ich zu dir in diese wirklich wunderbare, wie eine Oase ist das eigentlich, komplett abgeschottet und ein wirklicher schöner Safe Space. Rosa, ich habe drei Zitate für dich. Ich werde sie dir nur vorlesen und ich bitte dich, dir eines dieser Zitate auszuwählen. Das erste ist von Buddha. Es lautet: Glaubt den Schriften nicht, glaubt den Lehrern nicht, glaubt mir nicht. Glaubt nur das, was ihr selbst sorgfältig geprüft und als euch selbst und zum Wohle dienend anerkannt habt. Das zweite, von jemand ganz anderen, Kurt Cobain. Sie lachen über mich, weil ich anders bin. Ich lache über sie, weil sie alle gleich sind. Und das dritte kommt von Sokrates. Niemand kennt den Tod. Es weiß auch keiner, ob er nicht das größte Geschenk für den Menschen ist. Dennoch wird er gefürchtet, als wäre es gewiss, dass er das Schlimmste aller Übel sei. Welches Zitat würdest du wählen? Das dritte, Sokrates. Niemand kennt den Tod. Es weiß auch keiner, ob er nicht das größte Geschenk für den Menschen ist. Dennoch wird er gefürchtet, als wäre es gewiss, dass er das Schlimmste aller Übel sei. Mhm. Warum wählst du das? Weil es für mich im Leben darum geht, das Leben so lehrten, so reich wie möglich zu leben. Reich im Sinne von Erfahrung, Problemlösung, das Problem als einen neuen Weg zu erkennen, um dann nach dem Leben in das Jenseits überzugehen, das ja dann eigentlich die Heimreise ist. Jetzt wird ja oftmals das Jenseits als das Ende verstanden. Ja? Alleine Jenseits, wenn wir schon so sagen, ist ja eigentlich... Jenseits. Wenn man aber das Wort
überlegt, bedeutet es eigentlich, auf die andere Seite zu gehen. Also es ist kein Ende, sondern es ist eine Heimreise. Das bedeutet, wenn du im Leben, das Leben ist wie eine Schule, also hat so 9 Klassen. Und so ist es auch dann so im Jenseits. Also du gehst in die erste Klasse. Du hast Prüfungen, du schaffst das, und dann gehst du in die zweite Klasse. Prüfungen, du schaffst sie und du schaffst vielleicht auch nicht, dann wiederholst du die zweite Klasse. Mhm. Und so sehe ich das Leben. Mhm. Also du schaffst die erste Klasse, die erste Stufe in deinem Leben. Mhm. Dann geht es in das Jenseits. Mhm. Dann wirst du wieder zurückgehen in das Leben, dann schaffst du die zweite Stufe. Mhm. Und dann gehst du wieder zurück in das Jenseits. Und das sind so 9 Stufen, und dann auch im Jenseits gibt es andere Sphären. Das heißt, jeder Mensch kommt auf diese Welt mit einer Aufgabe. Ja. Und wenn er diese Aufgabe erkennt, die verbunden ist mit vielen Prüfungen, und man muss sich das so vorstellen, du kommst mit einer Intuition, mit deiner Seele und mit deinem Verstand, Ego, Emotionen und so weiter. Das versucht dich eigentlich von der Wahntätigkeit abzulenken, wegzuführen. Nicht? Ja. Das sind dann diese ganzen Eindrücke von außen. Und da vergessen wir sehr oft unsere Seele. Was will eigentlich die Seele? Weil wir spüren nur Ego und Emotionen. Und das sagt dir immer ganz etwas anderes, als eigentlich deine Seele will und braucht. Das ist so dieser spirituelle Krieg. Ein spiritueller Krieg, okay. Sage ich, ausgesetzt sind. Nicht? Und darum ist es manchmal gar nicht so leicht, dieses Leben, die erste Klasse, zweite, dritte, vierte, bis dann zur 9. Stufe, immer zu schaffen. Nicht? Also manchmal müssen wir eben das Leben wiederholen, um unserer Aufgabe bewusst zu werden, um sich unserer Aufgabe bewusst zu werden. Was ich bei dir, glaube ich, sehr gut gelernt habe, ist im Prinzip diesen inneren Dialog zu führen durch die Meditation. Mhm. Also was mir sehr gut gefallen hat, war, abgesehen vom Yoga in der Früh, die Meditation dann am Abend. Also in den Abend überzugehen mit dieser Meditation. Es ist auch eine Challenge, sage ich ganz ehrlich. Also es ist ja nicht so, dass man sich dann einfach hinsetzt und sagt, jetzt meditiere ich und ich bin nur im Innen, sondern da kommt ja ein Gedanke nach dem anderen, schießt rein. Also da, und dann, wie du sagst, es kommen Emotionen hoch, und es gilt aber immer nur, mit der Atmung auch zu fokussieren. Und ich habe da immer deine Worte mit der Einatmung und mit der Ausatmung in mir. Das ist schon eine Challenge, aber was meine Erfahrung ist, ist, die einen ungemeinen Raum schafft. Also mir gelingt es sicher nicht so gut wie dir, sage ich ganz ehrlich, nicht so lange. Ich falle da immer wieder raus dazwischen. Ich praktiziere das aber jetzt täglich mittlerweile. Und ich merke, es ist, wie du einerseits sagst, eine seelische Reinigung, und auf der anderen Seite schafft es da unten Raum. Es macht frei. Ich erlebe es oft, dass das alles sehr gepresst wird. Unser Tag ist manchmal sehr gepresst. Dann kommt das noch rein und das noch rein und das noch. Und ich erlebe Meditation so, dass es das auf einer ganz anderen Ebene aufmacht und frei macht, was dann wieder ganz was anderes möglich macht. Ich finde es sehr schön, dass du dieses Zitat gewählt hast, aus einem Grund, weil du hattest ja eine Nahtoderfahrung. Magst du darüber erzählen? Und auch ein Schicksalsschlag, der dich ja auch zu dem geführt hat, wo du jetzt bist. Richtig, ja. Ich hatte ja einen Unfall, ich bin vom Auto überfahren worden, 2002, und war eigentlich in einer Art 2 Tage im Koma. Ich habe mich gesehen, wie sie mir die Kleider aufschnitten und die Haare abrasiert hatten, weil ich ja sehr starke Kopfverletzungen hatte. Und ich dachte mir, warum kann ich mich eigentlich so gut sehen? Ist da irgendwie rund um mich herum ein Spiegel? Aber das ging gar nicht, weil es standen Ärzte und das ganze Team um mich herum, um mich zu behandeln und zu versorgen. Und das war aber dann eigentlich weiter gar nicht mehr so interessant für mich, sondern mich hat das dann so nach oben gezogen, an die Decke. Und von da konnte ich dann das ganze Leben überblicken. So den Sinn des Lebens, darum eben auch die Aufgabe. Es hat jeder Mensch wird geboren mit einem Lebensplan. Okay. Jeder hat hier auf der Erde seine Aufgabe, sind wir wieder bei der Aufgabe,
seine Lebenslinie. Ja. Wie er die lebt, das liegt an einem selber durch den freien Willen. Das ist ja unser Geschenk. Ja. Wir dürfen entscheiden, welche Richtung wir einschlagen wollen. Mhm. Und da hab ich das so mitgenommen, dass es wirklich am besten wäre, die Menschen würden vertrauen. Mhm. Das heißt, darf ich da kurz einhaken? Ja, das heißt, als du da von oben wirklich dich gesehen hast, kannst du da auch das Gefühl beschreiben, was das war? Ich fühlte mich wie so in meinem Körper. Also das Gefühl war jetzt nicht so viel anders, wie ich jetzt hier sitze und mit dir spreche. Nur sprichst du natürlich nicht, sondern das sind deine Gedanken, die aber von allen Emotionen und Ängsten und so weiter befreit sind. Also es ist die reine Liebe. Ja. Und dieses Gefühl der reinen Liebe ist einfach unglaublich. Also das ist vergleichbar ein bisschen mit einer Geburt. Okay. Wenn du ein Kind gebärst, dann hast du nach diesem ganzen Schmerz die Liebe. Ja? Mhm. Das schießt dann so ein. Und das ist überwältigend und das ist annähernd, dieses Gefühl. Ja? Es ist so annähernd. Okay. Du hast ja auch ein paar Kinder. Ja, ich habe 3 Kinder, ja. Und wie war das für dich? Ich meine, jetzt bist du warst auch zum Zeitpunkt des Unfalls Mutter schon von 3 Kindern. Was hast du da nicht an deine Kinder gedacht oder wie war das? Ich habe auch da vertraut. Also das war dann für mich so ganz in Ordnung, dass sie ohne Mutter aufwachsen sollen. Das ist dann so ihr Lebensplan. Aus irgendeinem Grund brauchen sie dann diese Konfrontation, diese Reibung mit diesem Problem. Und war im Vertrauen, dass es so richtig ist. Mhm. Es geht nicht nur ums Leben, es geht eigentlich um das Ganze. Nicht jeder Einzelne ist ganz, ganz wichtig. Dieses Sandkorn braucht dieses Getriebe. Sonst könnte es auch so nicht funktionieren. Also wir sind schon alle sehr, sehr wichtig für das Ganze. Aber wir sollten uns jetzt auch nicht als so wichtig sehen. So wichtig, nicht? Ja. Ich denke, im Vertrauen zu leben und im Vertrauen zu wirken, wäre viel einfacher für ganz viele Menschen. Nicht? Also ich glaube auch, dass wir uns zu lange zu viel mit einem Thema beschäftigen. Mhm. Also ich war ja jetzt sehr lange im Retreat und gehe dann so jetzt bewusst wieder in die Stadt und unter Menschen, um sie zu sehen, was sich so für mich da verändert hat. Das ist wie ein Kurs, wo ich dann so rausgehe, beobachte, was ich da mitnehmen kann, lernen kann, welche Veränderungen passiert sind. Mhm. Und mir fällt auf, ich setze mich zu manchen, wenn ich mich zu Freunden oder Bekannten setze, Freunde vielleicht nicht, aber Bekannte, die reden dann noch immer über das Gleiche. Also es, als wäre nichts dazwischen passiert, nicht? Als wäre ich gar nicht weg gewesen. Reden sie noch immer über ein Thema, über das sie wahrscheinlich ihr ganzes Leben reden. Nicht? Es geht darum, wie schaffe ich es am besten mit mich zu verteidigen, zu kämpfen, zu streiten, nicht zu wehren. Und ich glaube, das ist ein bisschen wenig. Das ist nicht das Leben. Das Leben sollte in der Liebe stattfinden. Und ich denke, wir beschäftigen uns zu viel mit wirklich rein äußerlichen Dingen. Ich glaube, wenn ich dir da so zuhöre, ich glaube, also ich kann es gut nachempfinden. Und ich glaube, der Schlüssel dazu liegt auch im Tod. Es gibt diesen Satz, der mich sehr geprägt hat und der mit mir auch ganz viel, der mein Leben eigentlich verändert hat, und das ist jener, der sagt, die einzige Gewissheit, die wir in diesem Leben haben, ist der Tod und dass wir mit diesem alles verlieren werden. Mhm. Ja? Das mag jetzt ziemlich dramatisch klingen einmal, so wenn man sich das erste Mal alles verliert, und auf der anderen Seite macht es einen aber unheimlich frei, weil wenn man weiß, dass ich alles verlieren werde, alles Materielle, was da jetzt in diesem Studio ist, was mir hier gehört, oder auch Menschen jetzt, also auch, dann macht es einem frei, nämlich auch den Mut weiterzugehen, finde ich, und nicht zu halten. Ich glaube, das ist, was du vorher gesagt hast, ist ein ganz wichtiger Punkt, ist dieses Vertrauen. Was wir sukzessive verlernen, ist Vertrauen. Und ich glaube, Tod hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Auch dieses
das Vertrauen im Leben weiterzugehen. Und meiner Meinung nach ist es so, dass Menschen oftmals immer an denselben Themen festhalten und festhalten, weil sie nicht weitergehen wollen. Genauso wie wir ja nicht keine Falten haben wollen, genau wie wir, dass sie alles versuchen, irgendwie in einen gewissen Status von Jugend auch im Äußeren zu halten. Wie, also anstatt wir selbst zu sein, auch zu altern, so wie wir altern. Also da habe ich auch kürzlich ein cooles Zitat gelesen. Wie war das? Mit 20 hat man ein Gesicht, das halt schön ist, das einem irgendwie gefällt. Mit 40 hat man das Gesicht der oder die man ist. Und mit 60 hat man das Gesicht, das man verdient. Mhm. Also ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich cooler Spruch. Mhm. Ja? Mhm. Und das wollen ja die meisten gar nicht. Es muss ja, das muss ja alles da, also so gemacht werden. Die meisten ist das eine Pauschalierung, aber doch sehr viele Menschen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir nicht unseren Weg weitergehen wollen. Wir wollen einen gewissen Status beibehalten. Wir wollen eine Struktur. Ja. Und diese Struktur, auch wenn sie eine schlechte ist, gibt uns aber Halt. Klar. Aber sie hält uns auch. Und ich habe in einer anderen Sendung, habe ich mal gemacht auf YouTube, habe ich gesagt, das Leben ist für mich wie so ein Förderband. Das fährt sowieso. Ja? Mhm. Jetzt, wenn man das kennt am Flughafen oder so, wenn man dann auf diesen Förderband ist, ich könnte mich festhalten, es ändert sich ja nicht. Es ist wahnsinnig anstrengend. Irgendwann muss ich aufgeben. Irgendwann passiert auch irgendwas, dass ich halt umfliege und dann rolle ich sowieso mit. Also es wäre besser, mit dem Flow zu gehen, meines Erachtens nach. Und diesen, was mir bei dir so imponiert ist, dass du diese Erfahrung so umsetzt. Jetzt könnte man ja sagen, du hast diese Erfahrung gemacht, ja? Es war ein sehr prägsames und könntest das ja jetzt dein Leben leben. Aber du gehst ja einen Schritt weiter. Du lebst ja nicht nur dein Leben, es ist ja deine Aufgabe anscheinend, oder du siehst es, das weiterzugeben, auch mit deinem Retreat. Auch du könntest ein anderes Leben führen, als dieses Retreat zu machen. Ich habe erlebt, mit welchem Engagement du da drinnen bist, wie du das machst. Und ich habe es auch in deinem Blog geschrieben. Du bist die Seele dieses Retreats. Ja? Das ist alles toll dort. Das ist großartig. Also Luxus pur, das ist Essen Wahnsinn, das ist Yoga großartig, alles. Aber wenn du nicht da wärst mit deiner Seele, die dieses Retreat hier führt, ja, die das wirklich mit deinen Hunden, mit den Vögeln, die du rettest, das ist alles, das zeigt sich auch im Außen dann sehr. Dann wäre das nichts. Wo war für dich der Wunsch, dass du das weitergeben willst? Ich glaube, wenn du mal so eine Erfahrung gemacht hast, eine Nahtoderfahrung, dann gibt es keinen anderen Weg mehr. Mhm. Du weißt, wenn ich jetzt wieder mein Leben normal leben würde, wäre ich gestorben. Okay. Also es gibt diesen Weg oder keinen mehr. Also vielleicht jetzt nicht physisch gestorben, aber psychisch. Also vielleicht hätte ich körperlich gelebt, aber ich wäre tot. Und das spürst du. Es gibt dann nur immer diesen einen Weg und den gehst du. Und ich wusste ja auch nicht, wohin er mich führt. Ich habe keine Ahnung gehabt. Nicht? Ich war ja fast ein Jahr lang im Bett und musste genesen, weil ich hatte Doppelsichtigkeit. Also ich konnte mein Bein ein Jahr lang nicht durchstrecken. Dadurch konnte ich auch nicht wirklich gut gehen. Und meine Kopfverletzungen waren ja sehr, sehr schlimm und wie gesagt, es dauert halt auch so seine Zeit. In dieser Zeit, die fand ich auch wahnsinnig wertvoll, habe ich auch so die Langsamkeit gelernt. Weil man stellt sich das so vor, dass es auch sehr langweilig ist, ein Jahr lang im Bett zu liegen. Aber das sind dann so ganz kleine Erfolge, die den Tag dann ausmachen. Du schaffst es, alleine auf die Toilette zu gehen. Und das ist dann eine Challenge. Ja. Du bist dann völlig erschöpft, liegst du dann wieder im Bett und bist ganz froh. Und das macht dann deinen Tag, nicht? Also du gehst dann wieder so in die ganz kleinen Dinge im Leben und du freust dich an den kleinen Dingen, wirklich sehr kleinen Dingen im Leben. Bist du da mal verzweifelt dazwischen? Überhaupt nicht. Nein. Keinen Moment? Nein, keinen Moment. Ich habe das sehr gerne angenommen, weil ich habe mir gedacht, wenn du eben nach der Nahtoderfahrung, alles, was jetzt kommt, ist richtig und gut. Okay. Das heißt, das Vertrauen hat sich dann so wirklich in dieser Nahtoderfahrung gebildet? Ja, absolut. Okay. Und wo war dann für dich die Entscheidung? Ich weiß ja, die Ärzte hätten dir ja ein anderes Leben prognostiziert, sagen wir mal so. Mhm. Das ist ein Leben mit Schmerzen, mit... Ja. Wo war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, und sag vielleicht auch, was du gemacht hast? Ja. Also ich habe das in dem Jahr, ich habe am Anfang natürlich, wenn du aus dem Krankenhaus kommst, musst du natürlich gewisse Medikamente nehmen, um dich nicht, Antibiotika musste ich zu Ende nehmen. Aber dann habe ich aufgehört, die Medikamente zu nehmen und habe dann halt zu dieser Zeit auch ganz wunderbare Menschen um mich gehabt.
die mir da auch sehr geholfen haben. Das war so ein Physiker, der sich aber der Naturmedizin verschrieben hat und dann auch mir sehr geholfen hat in der natürlichen Medizin. Und ich habe dann angefangen zu meditieren, weil da hatte ich ja genug Zeit. Und durch diese Meditation bin ich dann auch eigentlich sehr viel weitergekommen und habe dann auch mein Augenbad jeden Tag gemacht mit Salzwasser und diese Doppelsichtigkeit, um meine Augen auch wieder fit zu machen, und musste dann auch wieder anfangen, das Sprechen auch zu lernen, weil ja mein Sprachzentrum gequetscht war. Und ich habe dann halt jeden Tag für mich dann so ein Programm gemacht und geübt. Und wenn die zufällig da waren, sind diese beiden Menschen, das war so ein Ehepaar und er war Physiker eben, und mit denen habe ich dann auch irgendwie neue Sachen ausprobiert. Und das war dann alles ganz erfolgreich. Und habe dann angefangen, auch Sport zu machen, meinen Körper mit Muskulatur zu stärken, damit das Knochengebilde in die richtige Richtung geht, um das auch irgendwie aufrecht zu erhalten. Aber es war halt ständig in einem Schmerz. Bis dann meine Tochter irgendwann einmal zu mir kam und gesagt hat, lass uns zu einem Yoga-Retreat nach Indien reisen, also ein Yoga-Retreat in Goa zu machen. Und davor habe ich so ein Check-up machen lassen, nach dem Unfall, ich mir gedacht habe, irgendwie möchte ich wissen, ob in meinem Kopf alles in Ordnung ist. Und Wirbelsäule und so weiter und Nacken. Und der hatte dann zu mir gesagt, der Arzt, also in keinem Fall Yoga. Aber ich bin dann trotzdem gefahren, weil ich durch diesen Unfall auch gelernt habe, dass jeder Mensch auch Selbstheilungskräfte hat. Und die gehören, in dem Vertrauen kannst du sie schon aktivieren. Und durch die Meditation aktivierst du ja auch Selbstheilungskräfte. Und bin Gott sei Dank nach Indien gereist, habe Gott sei Dank ein Yoga-Retreat gemacht. Das hat dann neue Wege geöffnet, habe dann meinen Yoga-Lehrer gefunden, habe ganz lange einen indischen Yoga-Lehrer gesucht. Sehr schwer zu finden in Indien, da die ja kein Englisch sprechen. Oder sehr viele, sehr gute Lehrer, so die wahren Yoga-Lehrer sprechen halt. Nicht wirklich Englisch, Sanskrit oder 49 andere Sprachen aus diesem Land. Oder Kontinent, Subkontinent. Und der Yoga-Lehrer hat mir... Bei ihm lernte ich dann die Yoga-Therapie und die hat mir sehr geholfen. Da war ich zum ersten Mal seit meinem Unfall schmerzfrei. Und da habe ich mir gedacht, wow, wenn ich das Menschen weitergeben könnte, könnte ich ganz vielen Menschen helfen. Und habe ihn dann gefragt, ob ich die Ausbildung dazu machen kann, und bin dann mit ihm durch Indien gereist. Habe dann auch seine Yogaschule besucht und da war ich die erste weiße Frau. Das ist ein Heil-Ashram, Gayatri Dham Ashram. Und da war irgendwo da Puri, 10 Stunden Autofahrt Richtung Mumbai, also die Richtung. Und das war halt ein Heil-Ashram, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe, der sehr, sehr raff war, also sehr einfach. Von den Lebensumständen. Von den Lebensumständen, aber auch die Therapieanwendungen. Und da lernte ich auch, dass in der Einfachheit sehr viel Kraft liegt. Also alles, was so kompliziert ist und wird, ist gar nicht das Wahre und nicht immer das Beste. Sondern die Heilmethoden waren eigentlich teilweise oft sehr primitiv. Aber wahnsinnig effektvoll, nicht? Also die haben mit ganz wenig sehr viel können. Also auch in der Therapie, alleine diese Darmreinigungen waren sehr simpel, aber wahnsinnig toll, nicht? Also du hast wirklich dann den Darm, der ja sehr verschlungen ist und sehr lang ist und sehr schwierig ist, eben den Darm von oben bis unten zu reinigen, durch einfachste Mittel, durch Salzwasser trinken und Yoga-Bewegungen, spezielle Yoga-Bewegungen, den ganzen Darm von oben bis unten wirklich durchgereinigt.
und auch Magenreinigung und also man hat wirklich von innen nach außen alles gereinigt. Das ist ja, glaube ich, auch bei dir dieses, also die Reinigung ist ja das zentrale Element bei deinem Yoga-Retreat, so habe ich es auch erlebt. Das beginnt ja auch mit diesen Tees, die man trinkt, auch diesen Abständen von den Mahlzeiten, die Claudia so großartig kocht. Ja. Und das ist ein Ganz, und ich glaube, diese Reinigung ist es auch das, was wir im Prinzip primär in unserem Leben brauchen. Was ich da jetzt so mitnehme, ist dieses Vertrauen, ist ja eigentlich eine einfache Sache. Richtig, eigentlich wäre es einfach. Ganz einfach. Wenn wir nicht diesen, wie hast du gesagt, den Krieg der... Der spirituelle Krieg, nicht? Der spirituelle Krieg, ja, wenn wir da nicht diese Gedanken hätten, die uns die ganze Zeit... Ja. Also wenn wir es schaffen, und ich glaube, das ist auch eines der wertvollsten Dinge, die uns, glaube ich, Eltern mitgeben können, ist dieses Urvertrauen. Mhm. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Eltern ihren Kindern mitgeben, weil du bist, bist du wertvoll. Nicht, was du tust oder was du sein wirst, sondern einfach, weil du bist, egal wie du bist. Ich glaube, das ist schon so ein Grund, das geht in die Richtung von diesem Vertrauen, was du dann auch in dem erlebt hast. Du sagst es ja auch ganz richtig, dass Eltern da ja schon sehr viel machen können. Mhm. Und da beginnt das ja schon in der pränatalen Phase und die Geburt. Mhm. Und überhaupt das erste Jahr im Leben eines Menschen, das ja nur in der Liebe stattfinden sollte und gar nicht so sehr in den Dingen, die man dem Baby schenken könnte und ein Kinderzimmer bauen und ein Bettchen, das braucht ein Kind alles nicht, das erste Jahr nicht. Das Kind braucht die Mutter, den Busen und die Körperwärme. Und das ist das Einzige. Aber es ist natürlich in unseren Umständen, in denen wir leben, schon sehr schwierig geworden. Nicht? Also wir haben einen Kinderwagen, der von einem Mann erfunden wurde, um das Kind von dir wegzubringen. Nicht? Und da beginnt ja schon einmal das erste Gefühl der Angst in einem Menschen. Und das Angst ist ja genau das, was uns auch immer hindert an dem Prozess des Weitergehens. Des Vertrauens. Des Vertrauens. Das bringt dich, also so wie wir im Moment leben, aber Gott sei Dank ist auch schon eine sehr starke Gegenbewegung da, die findet auch statt, dass man in der Geburt die Babys weggenommen hat, die Geburt auch nicht so gemacht hat, wie die Mutter es sich wünscht, dann Kaiserschnitt und so weiter. Das ist ja alles, ich meine, manchmal muss er einfach sein, aber es bringt eigentlich, das baut schon die Ängste in einem Menschen auf, nicht? Und dann das Baby in ein Bettchen irgendwo hinlegen, das schreit das Baby und das Baby schreit, weil es Angst hat. Oder Hunger oder Angst. Also es gibt einfach nur diese zwei Gründe. Und wenn du die Angst nicht nimmst in diesem Moment, sondern das Baby in der Angst lässt, dann entwickelt es sich weg von dem Urvertrauen, nicht? Weg von der Seele, von dem, was eigentlich ganz wesentlich ist im Leben, dass du immer hier reinhorchst zum wahren König. Ich erkläre das immer so, hier oben ist eigentlich der falsche König, der regiert und herrscht. Und hier lebt der wahre König im Exil. Und der ist sehr still und leise. Und der falsche König, Ego, Emotionen, will aber seinen Platz nicht verlieren. Nicht? Und versucht, dem Menschen alles einzureden, was er gerade braucht, was er gerade nicht braucht. Ist doch nicht notwendig. Du hast den ganzen Tag gearbeitet und jetzt noch meditieren. Ach komm, das doch überhaupt musst du nicht. Also sei doch lieb zu dir und gönn dir doch was Gutes. Geh gut essen, gönn dir dein Bier oder was auch immer. Nicht? Also das sind so Sachen, da versucht der König, also der falsche König, dich ständig von dem Wahn wegzubringen. Das ist so, der will das, der will seinen Platz nicht verlieren. Stell dir vor, du beginnst jetzt zu vertrauen und hier Platz und Raum zu schaffen, dann muss der ja gehen. Nicht? Er darf ja eigentlich bleiben, aber er wird dann halt benutzt. Von er ist eigentlich ein Werkzeug. Absolut. Ich glaube, was ich da jetzt auch sehr stark mitnehme, ist, dieses Unterbewusstsein, den du als den wahren König im Exil bezeichnest, ist ja hier unten, also auch unsere Bauchentscheidungen, die stärksten Entscheidungen kommen ja aus dem Bauch. Ja, und wirklich Wahrheit, gute Führungskräfte treffen Entscheidungen hier raus, nicht hier. Der bräuchte, das da oben ist schon wichtig, aber und es ist ein Werkzeug. Es nicht ist ein mehr Geschenk. Und auch nicht weniger. Sobald aber ein Werkzeug sozusagen selbstständig beginnt und den wahren König, wie du ihn nennst, der sozusagen da nach unten drängt, dann wird es schwierig mit dem Leben. Und dann glaube ich auch, dass dieser Lebensprozess ein etwas schwieriger wird. Es bringt dich von dem wesentlich, von deiner Aufgabe, was du gesagt hast, eigentlich weg. Was ist deine Aufgabe? Meine Aufgabe ist, das größtmögliche Glück zu erreichen, indem ich meinem Gefühl folge.
Das ist eine schöne Aufgabe. Liebe Rosa, vielen Dank, dass du da heute bei uns warst. Ich darf dich noch um ein Zitat, um ein Geschenk für unsere Zuseherinnen und Zuseher bitten. Einen Menschen zu lieben bedeutet das, ihn so zu lieben, wie Gott ihn gemeint hat. Sehr schön. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, für mich ist hier eine ganz wichtige Botschaft heute herausgekommen. Der Tod ist auch ein Geschenk für uns. Wir brauchen ihn nicht fürchten, was wir brauchen aber ist, wir brauchen dieses Vertrauen. Und das Vertrauen wäre einfach, ja lustig, wenn wir lernen sozusagen, diesem wahren König, unserem Inneren, unserem Selbst, unserem Unterbewusstsein, wie wir es auch immer bezeichnen mögen, wirklich zu folgen und dem auch Raum zu geben. Es bedeutet aber auch, uns dem zu widmen. Ich rate euch wirklich aus eigener Erfahrung und aus tiefstem Herzen, beginnt zu meditieren. Nehmt die Zeit für euch, schafft diesen Raum und ihr werdet erstaunt sein, was für innere Räume ihr hier erkunden könnt und was es euch für eine Freiheit und für ein wahnsinniges Glücksgefühl gibt. Also nehmt euch diese Zeit der Meditation, tauscht euch aus und manchmal beginnt euch selbst zu beobachten, wo sozusagen da oben die ganzen Einflüsterer kommen, die eurer Aufgabe, eurem Lebensweg nicht zuträglich sind. Und vielleicht, wenn es passt, stellt euch mal die Frage, was ist meine Aufgabe in diesem Leben? Looking forward.